Jo, Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern hatte ich es ja schon angekündigt, ich habe am Sonntag einen 12 Stunden Stream gemacht und habe zwölf Stunden lang nonstop Grube durchgemacht, um ein paar Kennzahlen herauskristallisieren. Dabei sind ein paar Dinge rausgekommen. Erstmal äh, würde ich sagen, reden wir die harten Facts und dann ein bisschen über mein Fazit. Die harten Facts sind relativ ernüchternd. Ich habe gemacht fast zwölf Stunden, ganz kleines bisschen weniger, weil ich ähm, eine Runde Zahlen Runs haben wollte. 160 Runs, also 160 mal Grube, das Ganze in einem Level 90er Grube, weil ich dort... Zeitleistung mäßig am schnellsten durchgekommen bin. Da sage ich dir auch gleich mal was zu, wieso 90 und nicht höher oder tiefer. 35.000 Obolusse waren das, 1250 legendäre Item Drops, 57 Unique Drops. Und insgesamt 10 Steine. Das Ganze habe ich hier auch in der Kiste ein bisschen verewigt. Insgesamt waren es, wie gesagt, 10 Steine. Wenn wir uns da mal einen Prozentsatz ausrechnen, wie viele Steine pro Run droppen, sind wir irgendwo bei 6%. 6,25%, um genau zu sein. Und hier haben wir alle legendäre Items, die zwei oder mehr Greater Affixe haben und Unique Items, die einen Greater Affix oder zwei haben. Und da müsst ihr euch vorstellen: Von 1250 legendären Items sind gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 legendäre Items gefallen mit zwei Greater Affixen oder drei. Ich, ich sage mal drei, aber insgesamt nur ein einziges mit greater, Mit drei Greater Affixen gefallen. Das war hier dieser Helm. Ansonsten überall nur in Anführungsstrichen zwei innerhalb, ich muss nochmal sagen, innerhalb von zwölf Stunden. Ähm, jeder, der schon mal Höllenflut 1-2 Stunden gemacht hat, weiß, wie schnell man da besseren Loot bekommt. Dazu dann noch von den 57 Unix fünf Stück mit einem Greater Affix oder zwei. Insgesamt habe ich einmal Frostbrand mit zwei. Und der Rest alles nur mit einem Greater A-Fix. Also rein loot müssen wir wirklich mal festhalten, das hat sich 0,000 gelohnt. Und auch die Stygian Stone Drop Chance ist sehr ernüchternd und äh, sehr traurig. Niedereisen habe ich mittlerweile schon ausgegeben, deswegen hier ein kleiner Clip. So, Niedereisen: 8700. Für Niedereisen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es sich sehr gelohnt. Damit konnte ich ein Magier-Bild komplett von 0 auf alle Items auf 12 ziehen. Also, das hat sich schon sehr gelohnt. Aber 12 Stunden für einen Charakter alles auf 12 ziehen, natürlich mit Rerolls und sowas. Aber wie ihr seht, ich habe noch 1000 Optizite, 600 Engolit und 300 Niedereisen und ich habe mit allem auf ungefähr 0 gestartet. Äh, Niedereisen hatte ich ein bisschen was, aber. Äh, nicht der Rede wert. Also da ist sehr viel wieder weg. Von den Obolussen ist natürlich auch nichts dazu gekommen. Gold ist vielleicht noch spannend. Äh, Gold habe ich gemacht, 200 Millionen in etwa. Äh, ich habe alles, was ich mit Obolussen gemacht habe und alles, was ich in der Grube gefunden habe, verkauft. Dann noch ein kleines Wörtchen: Wieso habe ich jetzt einen 90er gemacht und nicht irgendwie einen 61er oder vielleicht ein 100er oder 105er? Ähm, rein zeit leistungsmäßig komme ich beim 90er nicht signifikant schneller durch all, äh, langsamer durch als beim 61er es würde also rein zeitlich keinen großen unterschied machen ob ich jetzt 61 laufe oder 90 das hat zeitlich keinen großen unterschied gemacht ich denke mal ähm, in der summe wäre ich dann vielleicht bei 170 oder 180 runs gel gelandet bei 61ern aber höher hätte mich sehr viel zeit gekostet weil jedes level höher hätte ich zwar geschafft aber wenn jeder run eine minute länger dauert bei 160 Runs könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wie viele Runs weniger ich in 100 äh, in 12 Stunden hätte machen können. Deswegen habe ich mich für 90 entschieden. Dann noch, noch mal eine kleine Info für alle, die sich fragen: Ey, umso höher die Grubenstufe ist, umso mehr Items, umso höhere Wahrscheinlichkeit, umso mehr Steine müssten doch fallen. Und das ist leider nicht so. Das wurde wohl auch schon bestätigt bzw. gegengetestet. Ich meine, 12 Stunden 90er Pits, ich glaube, das ist der beste ähm, Beweis dafür. 10 Steine bekommen und ähm, so wie ich das verstanden habe, macht es keinen Unterschied, ob ihr 200er Grube läuft oder 61er Grube läuft oder 40er Grube läuft. Die Chance bleibt bei 6,25. Prozent in etwa. Auch Greater A-Fixe werden sich wohl nicht ändern, weil alle Gegner in der Grube ja sowieso schon über Level 100 sind und es danach nicht mehr mehr skaliert. Es geht da also wirklich nur noch um die Masse und deswegen mein Appell an alle Leute, wenn ihr Loot farmen wollt, guten Loot farmen wollt, geht mit einem Mind Cage, mit einem mit Gehirn in die Höllenflut und äh, geht dadurch um den Loot zu farmen. Da gibt es am meisten Loot, weil dort auch die meisten Gegner sind und die meisten Elite-Gegner. Da habt ihr einfach die höchste Wahrscheinlichkeit, Unix mit Greater A-Fix zu finden, äh, normale legendäre Items mit Greater A-Fix zu finden und sogar Uber-Unix zu finden. In der kompletten Grube, 160 Runs, 90er Grube, nicht ein Uber-Unix. Äh, nicht ein Unix mit drei Greater Apexen, ähm... Also der Loot war wirklich unterirdisch. Also mein abschließendes Fazit nach 12 Stunden Grube ist, wenn ihr Niedereisen braucht, dann macht die Grube für alles andere, egal was es ist, macht was anderes als die Grube. Die lohnt sich wirklich nur. Und das sage ich wirklich mit allerhöchsten Nachdruck, die lohnt sich nur für Schmiedematerialien, weil es die ja logischerweise auch nur dort gibt. Auch mit den niedrigeren Preisen, Leute, macht keine 60er oder weniger, macht wirklich 61 und höher, versucht dieses Ziel zu erreichen, 61 und höher der Grube, um Niedereisen dann auch umzuwandeln in die kleineren Versionen. Ja, aber für den Rest. Ich bin auch ein bisschen erschrocken über die Stigan Stones. Als ich in das ganze Projekt reingegangen bin, habe ich gedacht, okay, ich hole da bestimmt 20 oder noch mehr Steine raus. Aber ich habe in 12 Stunden 10 Steine rausbekommen. Äh, mal eine kleine äh, krasse Erkenntnis von Run 40. Bis Run 84 habe ich keinen Stein gefunden. 44 Mal habe ich Grube gemacht und keinen Stein gefunden. Also jeder, der jetzt in die Grube geht und 40 Runs macht, kann gut und gerne nicht einen einzigen Stein bekommen. Das ist wirklich, wirklich erschreckend und ich hoffe, Blizzard. Ähm Adjusted das noch ein bisschen. Aktuell kann man ja gut Steine farmen durch die Eisenwolf-Questline. Aber für die Grube, was ja eigentlich der Modus ist für die Schmiedematerialien und vor allem für die Sticking Stones, ist die Droprate meiner Meinung nach viel, 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 viel zu gering. Mich würde mal sehr interessieren, äh, auf eure Meinung. Hat einer von euch schon mal in der Grube was Gutes bekommen? Ich hatte auch ein, zwei Leute in der ähm, Chat in den zwölf Stunden, die ein bisschen mitgemacht haben. Da hat mir auch einen, der hat vier Greater A-Fixe auf Unique gefunden. Also wenn man richtig, richtig Glück hat, kann man da auch was Gutes finden. Aber ich glaube, overall habe ich bewiesen, Loot in der Grube ist nicht gut. Ich hoffe, dieses äh, Projekt und dieses... Experiment ist euch ein Like wert, würde ich mich sehr freuen. Natürlich über ein Follow würde ich mich sehr freuen. Die nächsten Tage wird es natürlich noch mehr über Diablo geben. Wenn ihr da auf den Laufenden bleiben wollt, wie gesagt, gerne ein Follow dalassen und ein Like nicht vergessen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.